Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Beziehungsweise zur zweiten Folge Minecraft, ja. Wir sind hier noch im Dorf, das wir direkt an unserem Spawn gefunden haben. Und ich würde vorschlagen, ich lasse die rote Beete mal rote Beete sein. Wir farmen noch ein paar Rohstoffe, bevor wir uns dann wirklich selbstständig machen. Und auf eigene Faust raus in die Wildnis ziehen. Um unseren eigenen Hof aufzubauen. Kriege ich das komplett? Nein, nein, kriege ich nicht. Deswegen mag ich die Bäume hier nicht. Ja, die im Normalfall, also die kleinen schon, aber die gerade sowas. Achso, bitte, oder sowas. Was soll man sowas denn fällen? Fällst du dann in der Türkei und der Baum, der fällt dann bis nach Weißrussland, ne? Das kann man ja überhaupt nicht irgendwie moralisch rechtfertigen. Oh, Zuckerpflanzen und Kühe. Und mit Kühe meine ich Fleisch. Hurra, Fleisch. Und Leder. Hurra, Leder. Komm, ran. Dann ernten wir dich ab. Wir ernten die Kühe ab. Das ist auch, das hört sich sehr moralisch falsch an. Aber immerhin kriegen wir so ein bisschen Ausrüstung. So, euch hätte ich ganz gerne. Ist da hinten was? Guck mal, das da hinten sieht aus wie ein zufallsgeneriertes Gebäude. Und dann haben wir einen Clayblock. Lohnt sich ja fast. Hurra, ein Ei. Oh mein Gott, sind das Schildkröten. Oh, es sind Schildkröten und das ist ein Schiffswrack oder so. Wie cool. Guck mal, da ist sogar eine versteckte Schatzkiste. Mit... Oh, euch kann ich aufklappen. Ist hier noch irgendwas versteckt? Oder ist hier nur eine Schatzkiste drin? Oh, da hinten sind so viele Fische. Oh, das sieht so cool aus. Ich bin gerade richtig hype. Die Musik, die passt auch gerade so wahnsinnig gut. Hier unten... Ein riesiger Algenwald. So, mal ganz kurz gucken. Was habe ich denn eben gerade gelootet? Wir haben Kartoffeln, giftige Kartoffeln. Und eine Lederrüstung mit Dornen 1. Das heißt, ich glaube, Dornen bringt das, wenn ein Gegner uns angreift, dass er auch Schaden kriegt oder so. Ja, cool, dass wir das gefunden haben. Doch, sehr cool. Sehr geil. Ich habe auch das Gefühl, da hinten ist noch was draußen. Aber da, werde ich jetzt gerade nicht hinschwimmen. Das ist mir noch etwas zu weit entfernt. Vielleicht, wenn wir dann ein Schiff haben, wenn wir uns ein Boot craften. Da ist nichts im Wasser, ne? Manchmal sieht man auch schon so Unterwasserstrukturen. Aber da konnte ich jetzt nichts erkennen. Ich... Moment, muss mal ganz kurz was essen. Lecker, lecker. Trockenbrot. Warum habe ich mich jetzt gerade so schnell voll regeneriert? Ach, nicht hinterfragen. Freu dich einfach drüber. Frag nicht, warum es so ist, sondern freu dich, dass es so ist. So, den Baum hier kloppen wir auch ganz schnell weg. Den nicht, weil der... Schaf! Ich hab nichts gegen dich persönlich, aber... Ich habe leider keine Schere. Deswegen muss dein ganzer Körper als Bett hier halten. Oh, so viele Schafe. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Und sie haben alle Wolle gespawnt.
Das ist eine sehr gute Sache. So, haben wir hier irgendwo Bäume, die aussehen, als würden sie gefällt werden wollen? Du siehst aus, als würdest du gefällt werden wollen. Ich will nicht gefällt werden! Oh, er will gefällt werden. Nein, bitte nicht! Ich habe Familie! Ich habe... eine Frau und zwei Setzlinge. Haben wir hier noch irgendwas? Bin gerade auch am Überlegen, was ich denn erzählen könnte. Aber im Moment gibt es tatsächlich nichts Spannendes aus meinem Leben, was ich erzählen könnte. Ich habe ja jetzt Semesterferien, das heißt, ich bin jetzt auch nicht mehr an der Uni im Moment. Das heißt, da gibt es nichts Spannendes zu erzählen. Ich weiß gerade gar nicht, wann dieses Video überhaupt kommen wird, wann ich anfange, Minecraft hochzuladen. Vermutlich erst nach Wacken. Ich nehme das nämlich gerade noch vor Wacken auf. Das heißt, ich kann halt auch von Wacken nichts erzählen, zum Beispiel. Was vermutlich die ein oder andere lustige Geschichte hervorbringen wird. Wie jedes Jahr. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier drüben. Oder der Berg da drüben. Der hier ist halt so... Ich dachte, der wäre direkt dran an der Ebene, ist er aber leider nicht. Dann würde sich vermutlich der andere Berg eher anbieten. Oh, guck mal, den Baum kann ich von oben runterfällen. Oh, das ist eine gute Sache. Oh, das ist eine richtig gute Sache. Uff, das war sehr befriedigend. Das hat mich glücklich gemacht. Hundi! So viele Hundis. Ich würde gern... Wie viel Holz habe ich denn jetzt? Ein Stack plus 17. Das ist tatsächlich noch gar nicht so viel. Das könnte durchaus mehr sein. Ich meine, klar, wenn wir es verarbeiten, dann sind das 5 Stacks Holz. Aber wenn ich da jetzt anfange, Großbauprojekt Villa Daro, Bielefeld Süd, dann wird das so eskalieren wie der Berliner Flughafen und wird vermutlich auch nicht früher fertig werden. Jetzt muss ich aufpassen, es wird wieder dunkel. Zücke dein Schwert, wackerer Pixelkrieger. Und renne wie ein kleines Mädchen in das nächstgelegene Haus, um dich vor den bösen Monstern zu verstecken. Beziehungsweise nicht ins nächstgelegene Haus, sondern das mit Crafting Table. Moinsen. So, immerhin ist unser Brotvorrat gesichert. Kohle habe ich ja auch. Ja, Kohle habe ich auch. Das heißt, wir können uns erstmal jetzt dich machen. Wir haben nur 5 Leder. Das ist tatsächlich weniger, als ich dachte. Wir können uns immerhin schon mal ein Bett machen. Was flitzt denn gerade da entlang? Habe ich mich erschreckt. Du siehst nur so aus dem Augenwinkel wieder irgendwas. Wusch. Wir können uns ja schon mal eine Mütze basteln. Dann sind wir immer ein bisschen ausgerüstet. Was habe ich denn hier? Ein Inksack? Ich habe doch keinen Tintenfisch getötet, oder? Habe ich den armen Tintenfisch getötet? Ich werde es wohl nie erfahren, außer ich schaue mir die Aufnahme nochmal an. Dann werde ich es vermutlich erfahren. Ist das jetzt arschig, wenn ich mir jetzt so ein Bett hinstelle und ihr müsst hier die Nacht durchstehen und ich lege mich einfach schlafen in mein warmes Bett? Nee, das ist... Ich bin halt ein netter Mensch. So, mein Bett, das kommt auch wieder mit. Was ist denn das eigentlich? Ach, guck mal. Hier kann ich mir die ganzen Crafting-Rezepte angucken. Was ist ein Banner? Was bringst du mir?
White Concrete Powder. Okay. Okay, das Boot kennt man ja. Ein Heuballen. Daraus kann man, glaube ich, geile Dächer machen oder so. Aber hier scheinen mir nur die Sachen angezeigt zu werden, die ich mir momentan auch machen kann. Ich bin gerade am Überlegen, was für ein Arschloch ich bin. Ah, am besten mit einer Silk-Touch-Spitzhacke. Dann geht da auch nichts verloren. Dann warte ich das noch ab. Ach, die Karotten hätte ich mir auch machen können, gell? Nee, dann werde ich dich mal mitnehmen. Und dann legen wir vielleicht doch direkt den Grundstein für unser Haus. Fusion! Lasst ihr mich bitte da hoch. Hüpf. Dann bewegen wir uns doch schon mal dahinter. Und fangen an, mit den Ressourcen, die wir haben, da ein bisschen was zu bauen. Na, vielleicht hätte ich eine Schaufel mir noch machen sollen. Aber die können wir uns ja dann auch vor Ort machen. Das ist okay. Kein tragischer Verlust. Ein bisschen Ressourcen vielleicht. Mit ein bisschen Ressourcen meine ich 4 Holz. Also kein tragischer Verlust. Was ist denn mit dem Berg hier eigentlich? Der wäre doch auch eine Option, oder nicht? Den könnte ich doch auch... Oh, hier sieht es ja noch viel mehr aus wie damals. Oh! Minecraft Alpha Flashbacks. Oder doch der da hinten. Oh, das sind Pferde! Oder da, guckt mal. Da haben wir dann nämlich auch den Ausblick aufs Meer. Oh, das könnte schön werden. Dann müsste ich nur noch bauen können. So viele Pferde. Eine Schlucht oder eine Höhle. Oh, wie schön. Schön, schön. Nee, da ist ein sehr großer Baum, den ich dann... Vielleicht hatte ich gerade einen kleinen Herzinfarkt. Oh Gott! Spiel, das kannst du mir nicht antun. Also offensichtlich kann es das. Oh ja, da oben sehe ich mein Haus. Da gehört zwar ein bisschen Terraforming dazu, aber da sehe ich mein Haus. Oh ja, da bin ich dabei. Haltet mich zurück oder ich werde die gigantischste Villa bauen, die ihr in eurem Leben gesehen habt. Warst du das? Hast du gerade eben so geschnaubt? Ich glaube, das war die Kuh, die da gerade so schnaubte. Oh, jetzt geht's richtig los. Wenn ich mal ein Bild vor Augen habe. Dann, gute Nacht. Dann werde ich vielleicht nicht auch wieder in dieser Staffel... Ach, guck mal, da hinten ist auch irgendwas im Wasser. Irgendeine Struktur. Irgendwas Generiertes. Dann wird vielleicht auch diese Staffel nicht wieder daraus bestehen, dass ich irgendwie eine Stadt terraform. Sondern daraus, dass ich auch aktiv selbst was baue. Das wäre doch super. Nein, Axt. Sie war doch noch so jung. Muss ich jetzt doch hier ein Crafting Table machen, aber dann kann ich mir auch gleich... Moment. Dann mache ich mir gleich mal einen Haufen Sticks. Dann... Moment, das wollte ich nicht machen. Ich wollte eine Axt. Und was wollte ich noch machen? Eine Schaufel wollte ich noch machen. Da stand ich ganz kurz ein bisschen auf dem Schlauch. Und ich bin mir sicher, dass ich auch diese giftigen Kartoffeln essen sollte, die ich gefunden habe.
Frage, was mache ich mit giftigem Essen? Kann ich das irgendwie... Ich weiß nicht, mir fällt halt damit so null ein, was ich damit machen könnte. Also mir fällt nichts ein, wo das irgendwie eine Funktion hätte. Also bei Oblivion oder Skyrim, also bei den Elder Scrolls-Spielen, da gab es ja auch vergiftetes Essen. Und das konnte man dann Leuten wenigstens irgendwie unterjubeln, aber hier gibt es ja niemanden, den ich irgendwie tot haben will. So einem Villager einfach einen vergifteten Apfel hinlegen. Schneewittchen-Flashbacks. Hier geht es ein bisschen steil runter. Da muss ich mal schauen, was ich da mache. Mal abwarten, mal abwarten. Ich glaube, auch so viel Holz, wie ich habe, wird das doch ein Holzhaus werden und kein Steinhaus. Eins gehe ich noch runter. Dann haben wir eine große Fläche. Dann ist das... Ich glaube, dann haben wir eine angenehme Größe fürs Haus. Und dann kann ich auch endlich mal den Grundstein legen. So, zack, 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 zack. Dann werde ich vielleicht am Rand noch ein bisschen ausbessern müssen mit Erde. Aber genug Erde sollten wir mittlerweile ja auch haben. Oh Gott, die Schaufel ist gleich schon wieder kaputt. Wow, die hat ja lang gehalten. Gute Schaufel. Qualitätsware direkt aus Indien. So, kloppt das ganze Zeug hier weg. Wir haben es gleich geschafft. Dann geht's gleich richtig los. Huiuiui, geht's dann gleich richtig los, sage ich euch. Kuh geht wieder. Ach, schade, ich dachte, da geht's tiefer runter. Ich dachte, die Kuh, die macht gleich so einen richtigen Abgang. Nu, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Oh, ich bin ja sehr gespannt. Und zwar wurde ein Detektiv-Pikachu-Film, Kinofilm angekündigt mit Ryan Reynolds als, ich glaube, als Detektiv oder so. Ich weiß es nicht genau, welche Rolle er da spielt. Aber das klingt doch schon ziemlich hype. Das klingt ziemlich interessant, meiner Meinung nach. Also entweder es wird eine totale Katastrophe oder es wird ziemlich gut. Aber es ist ja bei vielen Sachen so, entweder sie werden eine totale Katastrophe oder sie werden ziemlich gut. Death Stranding zum Beispiel. Also ich habe jetzt... Wir haben ja zwei Vorlängen-Trailer gesehen zu Death Stranding. Und ich habe noch keine Ahnung, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Also nicht mal grob, worum es in diesem Spiel geht. Ich weiß nicht mal, was das für ein Spiel ist. Ich bin verwirrt. Aber entweder wird es überragend gut oder es wird eine totale Katastrophe. Da, um wieder zum Thema zurückzukommen. Ach komm, den Baum da klopp ich auch noch weg. Sonst ist der mir später nur in der Sicht. Wenn ich von meinem Berg ins Tal blicke, um meine Feinde überschauen zu können. Ist da... Ist mein Hausberg vielleicht ein bisschen unterhöhlt? Ist das möglich? Lebt da etwa ein Zombie in meinem Berg? Ist das denn die Möglichkeit? Geh da mal weg. Die stirbt noch, weil ich die so oft geschlagen habe. Oder habe ich vorher dich geschlagen? Kuhschläger. Voll der Schlägertyp hier. Oder war das jetzt zu viel? Ich glaube, ich mache das wieder weg. Moment. Ich mache das anders.
Ihr, keine Angst. Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhab. Und zwar werde ich dann hier so ein bisschen vorbauen. Eins geht noch weg. Und es dann abstützen. So eine kleine Terrasse dann, die quasi überhängt. Aber zuallererst sollte ich vielleicht jetzt wirklich anfangen mit dem Haus. Denn es wird gerade schon wieder dunkel. Und ich habe tatsächlich relativ wenig Bock, mich hier irgendwie gerade gegen Zombies zu behaupten. Was ist das? Was tust du da eigentlich? Wie lange spielst du jetzt schon Videospiele? Und trotzdem bist du zu sowas nicht in der Lage, ne? Das ist unfassbar. Man nennt mich übrigens auch die Kompetenz in meinem Freundeskreis. Ich habe noch keine Ahnung. Ich glaube, ich klopp die Fenster einfach im Nachhinein rein. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier gleich Fackeln aufhängen, dass hier keine Monster drin spawnen, während ich schlafe. Und dann passt das schon irgendwie. Oh, Inventar voll. Ist auch eine gute Sache. Habe ich meine Crafting Table? Ach, die ist da hinten. Ich würde nur gerne, jetzt kommen leider die Extra-Wünsche. Ich würde gerne meine Tür aus Birkenholz machen, weil die so schön hell ist. Das funktioniert, glaube ich. Oh, Enderman. Ah, lass mich rein. Halt, wenn ich das mache, dann despawnt die Tür, also geht die Tür wieder kaputt. Das will ich natürlich nicht. Reicht das, wenn ich so schlaf? Ist das genug Verteidigung? Das müsste doch funktionieren, oder? Ich hätte vielleicht ein Schwert ausrüsten sollen. Aber es funktioniert. Wundervoll. Oh, brennt! Brennt, ihr schrecklichen Wesen der Nacht! Du nicht. Du bist eine gute Kuh. Agathe. Agathe, meine Hauskuh. Aber da unten kann man auch voll gut Farmen machen. Ich meine, da hinten haben wir Pferde. Da haben wir Kühe. Das bietet sich natürlich dann schon an. Das kann man dann schon voll gut machen. So, dann machen wir uns mal ein bisschen mehr Holz. Och, da ist das Inventar voll. Das wird jetzt natürlich zunächst aussehen wie so ein Klotz, ne? Das wird am Anfang nicht schön sein, das Haus. Das wird erst ein bisschen brauchen. Die Frage ist natürlich auch, wie mache ich das? Ich brauche eine neue Schaufel, dann kann ich den Boden ausheben. Moment. So. Obwohl ich den Boden... Woraus mache ich den Boden eigentlich? Kann man nicht irgendwie... Nein, gab es da keinen Stein, den man so irgendwie gemacht hat? Ah, doch, aber aus gebranntem Stein musste man den so machen. Oder mache ich einen Holzboden? Aber wenn ich einen Holzboden mache, dann mache ich einen hellen Holzboden. Oh ja, doch, ich mache einen hellen Holzboden. Das sehe ich mich. Doch, das gefällt mir. In meinem Kopf. Meinem Kopf gefällt das. Oh, das Bett baut sich gar nicht mehr ab, wenn man alles drunter abbaut. Ich meine, das war früher mal so, dass wenn man einen Block unter dem Bett abbaut, dass das Bett dann auch automatisch abgebaut wird. Damit habe ich mich jetzt leider auf was eingelassen, ne? Dass ich den kompletten Boden aus Birkenholz mache.
Heißt natürlich, dass ich jetzt sehr viel Birkenholz brauche. Haben wir hier irgendwo Birken? Oder muss ich dahinter laufen? Ich glaube, ich muss dahinter laufen. Hier sind keine Birken, ne? Ah! Ich weiß, wo vorher das Zombie-Geräusch herkam. Bist du eine Birke? Du bist keine Birke. Hallo, bist du eine Birke? Bist auch keine Birke. Du bist eine Birke. Stirb! Sterbi Birki! Ach ja, natürlich. Würdest du bitte nicht? Was fällt dir eigentlich ein? Brenne? Nicht von der Seite angreifen. Jetzt habe ich hier gerade Zeug weggeworfen. Ah, hier die Samen, die viel zu vielen. Das wäre zu viel, um es einfach so wegzuwerfen. Das wäre zu schade drum. Das waren wohl nicht die Samen, die ich meinte. Wo war das denn? Das war doch hier. Bin ich blöd? Also, ja, aber das war jetzt eine ironische Frage. Da will ich jetzt keine ehrlich gemeinte Antwort drauf. Oh Gott, ich sehe gerade die Folgenzeit. Das tut mir leid. Huiuiui, ich war gerade etwas rein vertieft. Ich werde mal ganz kurz da hochgehen. Zu unserem Klotz, der da noch kein Haus ist. Hübsch. Nicht. Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.